Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch gerne noch ein weiteres Modell vorstellen, was wir dieses Jahr bei uns im Tarasul Shop haben. Und ich selber habe diesen Sandalen total lieb gewonnen. Ich habe ihn auch selbst entwickelt. Hier seht ihr das auch. Das ist meiner. Den habe ich jetzt wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Und ihr seht den hier am Fuß. Ich zeige euch mal, das ist der Aufbau. Das ist jetzt hier eine Standardsohle, die ich verwendet habe. Ihr könnt aber auch diesen Huarache Classic, haben wir den genannt, mit allen Sohlenvarianten bestellen. Also auch als Asphaltmodell mit dem Aerosorb oder auch das Bergmodell mit dem Aerosorb oder wie gesagt auch die Standardsohle. Und dieses Band ist ein Lederimitat, also sehr outdoor-getauglich. Unten wird der, ich habe das jetzt mal hell für euch gemacht, damit ihr das sehen könnt, der ist nachher schwarz, wird er einfach mit so einer Sohle verarbeitet, ist also sehr haltbar und zugfest. So, dass ihr merkt den auch nicht von unten, der ist sehr, sehr dünn. Habe ich alles ausprobiert. Und hier an der Seite habt ihr eine Systemschnalle und da könnt ihr alles justieren. Könnt ihr also ein- und aufmachen und könnt einfach einstellen hier, ganz einfach. Ein bisschen enger machen, dann die Schnalle drücken. Ich zeige euch das hier nochmal. Das sieht nachher so aus. Und hier könnt ihr dann einfach die Schnalle öffnen und das Ganze ist ein Band. Und dann könnt ihr mit einem Zug den ganzen Sandalen justieren, indem er hier dann ein bisschen nachzieht. Das ist sehr, sehr einfach und super minimalistisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, beim Huarache Classic, da braucht es einfach nicht viel. Wir verzichten auf so gut wie alles. Das ist wirklich ein super minimalistisches Modell. Es gibt sogar Leute, die haben erzählt, dass sie damit joggen gehen oder laufen. Allerdings würde ich euch dann eher eine weichere Sohle empfehlen. Die Standardsohle ist ein bisschen härter, dafür sehr, sehr minimalistisch und biegsam. Aber ihr könnt eben auch hier die Bergsohle bestellen. Ich zeige euch die. Das ist die Bergsohle hier. Die hat ein bisschen mehr Profil. Und hier seht ihr bei dieser Sohle, ich zeige euch die mal. Das ist die Leichtsohle. Das ist die Asphaltsohle und die verwenden wir auch für die Standardmodelle. Und das ist eben hier die Bergsohle, da habt ihr nochmal einen ganz speziellen Halt. Dafür ist die Bergsohle aber auch etwas schwerer als die Leichtsohle. Ja, also dieses Modell lege ich euch ans Herz. Die könnt ihr auch maßgefertigt bestellen auf euren Fußabdruck. Ihr könnt aber auch einfach eine Größe bestellen. Ich selber würde immer empfehlen, je dünner die Sohle ist, dieses Modell würde ich auf Maßanfertigung unbedingt nehmen, weil man da auch mit der Fußbreite genau gucken kann. Sitzt auf jeden Fall besser, wenn man maßgefertigt nimmt. Ansonsten, wie gesagt, haben wir diese Sandale jetzt im Shop. Ich freue mich drauf, auf diesen Sommer mit euch und bis ganz bald.